So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Italien. Und wir machen heute weiter. Los geht's. Leider heute ein bisschen verregnet, so wie das aussieht. Aber ich hoffe, dass wir es irgendwie trotzdem auf die Reihe bekommen. Hier uns vielleicht die Pole zu holen. Und dann können wir, haben wir am nächsten Rennen alle Chancen, das Ding nach Hause zu holen. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Oh ja, leider Regen. Ernsthaft. Get ready to jump out if you get too hot in there. There's a problem with the cooling system and it's going to take us a few minutes to correct it. Ja, das heißt, wir haben jetzt erstmal noch ein paar Minuten zu warten. Also insgesamt 5 Minuten, die wir natürlich jetzt verlieren. Was natürlich aber auch gar nicht so schlecht ist, weil dadurch könnte das Wetter ein bisschen was besser werden. Ich weiß nämlich nicht, wie es aussieht momentan. Wir gehen mal kurz auf die Kamera, ob da so ein paar Leute rausgehen. Latifi, der auf Fullwelt probiert. Wir müssen leider zugucken. 4 Minuten noch. Aber muss man halt mit leben. So, warten halt doch 2 Minütchen. Wir müssen halt gucken, was passiert. Latifi momentan auf Platz 4. Führen momentan Daniel Ricciardo, der hier auf der Strecke gerade ist. Aber die haben alle ihre Probleme momentan. So, gucken wir mal gerade auf die Zwischenzeit. Na gut, das liegt ein bisschen an den Startnummern. Das sind noch keine Zeiten. Ricciardo fährt heute 3, Blom ist die 4, fährt die 5, 6, 7. Ja, abwarten einfach. Einfach abwarten. So, gucken wir mal auf Ricciardo. Der jetzt gleich in Richtung letzte... Ne, der ist auf Outlet. Der ist noch gar nicht auf der gezeiteten Runde. Latifi ist es. Das ist klar. Der ist hier... Der hier ist es. Der Kanadier. Im Williams. So, aktuelle bester Platz 2 momentan, führen da momentan der Lance Stroll, also 2 Kanadier vorne, Lance Stroll 1,34,1 und der hier 1,35, 35,4 oder so ist es glaube ich geworden, ne 34,1 und 32,8, Max Verstappen jetzt besser, also der ist definitiv ein Regengott, der weiß auf jeden Fall, was er hier machen muss. Und wir haben noch 40 Sekunden, die Frage ist, wann kommen die ersten interbereiften Autos auf die Strecke?
Ist es noch schon so weit oder kann man noch, muss man leider noch warten? Leclerc jetzt auf 2. Mick auf 4. Packt sich erstmal Latifi. Wird jetzt nochmal von Ocon verdrängt. Auf 5. Na, kann natürlich kommen. Jetzt erstmal die Zeiten. Klar, die Frage ist, wer wird wie wir weit irgendwas machen. Wir haben jetzt über 5 Minuten knapp verloren in dieser Runde. Viel Verkehr. Klar, alles ist draußen. Ich muss jetzt gerade gucken, wie die Wetterbedingungen überhaupt sind. Die Frage ist, wann geht's. Na, es gibt kein trockenes Setup, ne? Ne. Leider nicht. Es wird kein trockenes Wetter geben. Es wird eine Frühweltbedingung werden. Aber ich werde trotzdem versuchen, was rauszureißen. So, gucken wir mal gerade rein. Ich muss wieder hochstellen, auf komplett. Weil ich halt gerne auf. Gerade im Regen. So, gerade kurz gucken, weil ich brauche ja ein Trocken-Setup. Ja, ich muss Trocken-Setup fahren, weil das gerade im Hinblick auf, im Hinblick auf morgen ist es vielleicht ein Vorteil. Und wir fahren jetzt auch mal raus. Ja, leider ist es so. So, nächste Rennen ist, wie gesagt, dann Singapur. Also letzte Qualifying aus Europa. Heute ist dieser Samstag. Leider sehr, sehr viel verbaut. Ach, das ist der. Ja, gut, okay. Wir müssen warten, weil Mick jetzt in dem Moment reingeschoben wird. Der sieht es gerade noch links einmal angezeigt. Und jetzt gehen wir raus. Jetzt müssen sind die Mechaniker nämlich wieder frei. Jetzt müssen sie. So, gucken. Alles okay, alles frei. Und ab nach rechts raus. Wir haben noch gute 11 Minuten hier in diesem Qualifying. Also, Lando Norris vor uns, der wird natürlich gerade gleich ein bisschen. Der muss, glaube ich, jetzt gleich Platz machen. Na, mal gucken, wie gesagt, wie es wird. Wie unsere Zeit wird. Also, 1:32.5 ist jetzt die aktuelle schnellste Runde von Valtteri Bottas. Mal gucken, ob wir da überhaupt rankommen an die Zeit. Ich glaube, trocken wird es nicht mehr. Mal gucken. 10 Minuten noch. Also, wir haben jetzt knapp die Hälfte der Zeit in der Garage gestanden. Naja, schauen wir mal. So, auf geht's, auf die schnelle Runde. Die erste Zeit, die uns angezeigt wird, ist die von Latifi, jetzt 29,7. Wir haben noch 4 verloren jetzt. So, wir sind momentan drunter. Nächste Zwischenzeit. 1:02.206. Das ist die Zeit von Mick im zweiten Sektor.
So, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen ranzukommen an die Norris-Zeit. Die Frage ist, ob der auf der Hinter- oder auf der schnellen Runde ist. Wenn er auf der schnellen Runde ist, kann man den tatsächlich knacken von der Zeit her. Er geht in die Box. Siebter. Zumindest mal den Sprung nach vorne geschafft. We've only got two laps of fuel left. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass wir hier ein bisschen vernünftig durch die Kurven kommen. Wir haben noch 7 Minuten 50 Zeit. Bis zur Sektor 1, jawohl. Nehmen wir mit. Wieder ein bisschen gecuttet an der Ecke. Das heißt ein bisschen sehr gecuttet. Da haben wir natürlich viel verloren jetzt gerade. Die Frage ist natürlich, wie viel Verlierer gewinnen die, ne? Dritter. Fahrer vor mir. Ricardo is ahead of you. Their best lap time is a 1:32.6. 32.6 Ricciardo, 32.3 glaube ich am Bottas. Also müssen wir gucken. Oh, wir haben ja mega verloren. Ist wahrscheinlich noch zu früh mit auf Inters zu wechseln. Wieder zu schnell in der Box. Also Dritter sind wir momentan. Die Frage ist, ob noch mal welche raus, wer noch mal rausfährt oder ob sie noch mal rausfährt. Also sagt Leute, wir fahren auf jeden Fall noch mal auf die Strecke. Die Frage ist, wie weit... Ah, ist zu nass noch, ne? Das ist, glaube ich, alles noch zu nass. Die Frage ist, ob man sich trauen kann, ob man sagen kann, wir zocken auf die... Our best lap so far is a 1:32.7. Das ist alles noch zu nass. Das kannst du knicken. Brauchen wir nur noch 10 Minuten. Nee, wir fahren noch mal raus. So, zum Folienmischung. Okay. Dann fahren wir doch nochmal auf Inters raus. Okay, dann passt das sogar von der Seite. Er sagt nämlich gerade tatsächlich, ich gehe auf Inters raus. Und das machen wir auch. Dann nehmen wir versuchen, was Rick mitzunehmen.
paar Autos gehen nämlich noch mit auf die Strecke. Die Frage ist, wer zockt, wer bleibt. Irgendwo hat sich nämlich noch ein Auto bewegt, das weiß ich. Wir haben noch 3 Minuten 20. Verstappen ebenfalls auf den Mediums. Ja, da gesagt, ja, die versuchen jetzt alle nochmal ein bisschen was rauszuholen an den Zeiten. Ich will halt gerne die Pole haben in Italien. Führen haben wir gesagt, momentan Valtteri Bottas. Danach Daniel Ricciardo und dann wir Verstappen. Weiß ich so, ich fand das alle auf sehr. Das war's. Okay, das wird sich jetzt alles akklimatisieren da. Hamilton, sehr alles nochmal auf den Platz jetzt gerade bereift. Schade. So ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass das vielleicht so gereicht. Wir haben mal 2 Minuten 20. Für die Trockenreifen hätte es nicht gereicht. Ich will nämlich auf Medium starten. Funktionieren könnte, wird es wahrscheinlich. Der Abstand ist sehr groß. Ich versuche auf Medium und dann am Ende auf Soft zu gehen. Und vielleicht dann am Ende mit den Softreifen nochmal ein bisschen was rauszunehmen. Klar, wie gesagt, wer jetzt die Reifen mal durchkriegt. Konzentriere mich gerade noch ein bisschen. Sektor 1 ist schon mal perfekt. Also Sektor 1 ist gut, meine ich, so von der Zeit her. Jetzt putzt er die Zeit. Ne, Bottas steht auf Fullwert draußen. Der probiert es gar nicht, als auf ihn hast. Dann können wir sogar Zweiter werden. Bottas probiert es auf Fullwert. Wir müssen eigentlich nur die gucken, was möglich ist. 30 seconds left in the session. Ja, ja. Ja, wir versuchen nochmal eine Runde danach. Reicht auf jeden Fall, um erstmal die Pole zu holen. Aber die Frage ist, was kommt dahinter noch? Jetzt geht Bottas auf Winters. Qualifying ist beendet. Ab jetzt Leclerc. Leck mich doch am Arsch. Der nimmt tatsächlich die Pole weg. Dritter. Ja, ja, jetzt kommen sie natürlich alle mit den Zeiten. Hamilton, Bestzeit. Jetzt sind wir rutschen mal richtig raus nochmal. Bottas, Bestzeit. Scheiße. Die Runde kann ich auch nicht, kann ich auch knicken. Da bringt nichts mehr. Ich kann nicht konter. Siebter, Albon. Ja, wir verlieren richtig schon Zeiten. Achter. Die Frage ist, was wird's final? Die Runde sehe du, ja, das ist halt. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass wir das sogar schaffen können. Die Frage, was wird's am Ende? Achter am Ende. Ach Mann, da wäre mehr drin gewesen.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Ricciardo und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, damit ist es eine halbe Sekunde hinter der Spitze. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da am Ende nochmal so viel Zeit verlieren. Weil sie dann einfach mal alle gekommen sind mit den Zeiten. Also vorne Bottas, auf jeden Fall der WM-Leader, dann Ricciardo, Hamilton, Leclerc auf 4, 5 noch 9, 6. Albon, 7. Verstappen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich beide Red Bull noch hinter mir habe, noch vor mir habe. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Dann halt, wie gesagt, die Top 10. Wir, Ocon und Kwiat. Aber ich hoffe, dass da vielleicht sogar der eine oder andere Strafe noch dazu kommt, dass wir doch am Ende noch irgendwo bei Platz 4, 5 stehen. Aber gucken wir mal, wie es am Ende rauskommt. Also müssen wir es irgendwie von Platz 8 rocken. Und damit ist es eigentlich ganz gut, wenn wir die Medien versuchen zu nehmen. Großartige Leistung da draußen. Naja. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Überhaupt nicht. Wie fährt sich das Auto unter diesen Bedingungen? Sind Sie ein Vorteil oder ein Nachteil? Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Klasse, das war dann alles. So, gut. Dann müssen wir es halt irgendwo rocken. So, quasi. Ja, die Qualifying-Position, das hat natürlich jetzt extrem Zeit gekostet. Und so weiter. Das hat noch mal möglich, wegen dem Rivalduell, ja, das hat das halt gekostet. Gut, dann sind wir durch mit dem Samstag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nämlich ins Rennen und dann schauen wir mal, was wir hier rocken können. Ja, aber es dauert jetzt gerade einen kleinen Moment, bis der hier irgendwie sich mal einen zurechtgeladen hat. Dauert. Jetzt ist er da. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Aber das wirklich nach Hause fahren dann und hier vielleicht sogar doch noch einen Sieg irgendwie mitnehmen können. Warte mal kurz, wir haben noch Nachrichten. Das bleibt halt komplett trocken. Gut, das ist gut, ich kann Medium fahren am Anfang. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. 13 Runden sind es dann übrigens morgen und die schauen wir uns dann an um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.